Hallihallo zurück. Wir haben geskillt, minimal. Und zwar haben wir unsere Nahkämpferin, Fernkämpferin, haben wir natürlich mit Bogen ausgerüstet und haben ihr, was haben wir ihr gegeben? Fingerfähigkeit. Ja, Fingerfähigkeit, das wollten wir eh. Hatten wir uns extra aufgespart. Jetzt ist sie bombastisch im Fernkampf, also die ist besser jetzt. So, genau, haben wir auch was gemacht. Genau, haben wir auch was gemacht und zwar. Waffen, nee, Waffentherapie nicht. Nein, wirklich? Doch, wir haben ihn, glaube ich. Das, nee, der hatte, wir hatten ihn vorher, glaube ich, schon geskillt. Ja, ne? Ja, ja, wir hatten ihn vorher. Ja. Dann haben wir Sachen verteilt. Er ist jetzt ein kleiner Centurio. Er sieht sehr super aus mit diesem. Das ist, wir haben eben schon versucht, den Namen auszusprechen. Wir versuchen es nochmal. Ein bosporanischer Bonzenhelm. Bosporan. Ja, das ist schwer. Ich habe da Vorteile, weil ich kenne das Wort noch von früher, aber es ist trotzdem schön. Dann haben wir den Buckler, der ist natürlich super mit Initiative 1 sogar. Ne? Also, das ist aber der Bock. Der Bock, der nicht Buckler. Der Buckler. Der Buckler war der, das andere, ja, ja. Schild, der andere Schild. Ja, und Gladiatorenzeugs halt. Ne? Da haben wir da eigentlich einen Bonus. Ja, da ist ein Bonus, aber... Das wirkt für Zuschauer aus der letzten Reihe martialischen Weinen. So, doch, vielleicht ist das der Bonus hier. Ach so, das wäre möglich. Ja, und sagen wir einfach mal, das ist das. Ja. Behinderung minus 1, auch nicht schlecht. Cool. Weil ich glaube, wir haben mit ihm noch gar keine Rüstungsgewöhnung. Mit sind wir nicht mehr behindert. Ja. Hier, doch, haben wir einmal. Nee, Rüstungsgewöhnung. Nee. Da, 1. Also Rüstung in Stufe 1, aber wir haben jetzt Rüstung in Stufe 2, soweit ich weiß. Ja. Mit dieser metallenen. Also eigentlich müssten wir da. Müssten wir ihm das geben, aber wir haben ja. Wie viel haben wir denn? Blockade hier unten? Also ich meine, wie viel. Das steht da gar nicht. Nee, ich meinte, wie viel Behinderung, aber das steht da nicht. Achso. Ist egal. Gucken wir mal eben auf den Bonus. Keine Behinderung. Eins Behinderung 1. Minus 1, ja. Da ist Behinderung 0. Behinderung 1. Behinderung 1, ja gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das für jede Teil tatsächlich... Egal, komm, das ist jetzt... Aber wir haben keine richtige Waffe für ihn gefunden. Er musste leider Beil nehmen. Aber immer noch besser als der Knüppel. Die haben wir gewinnbringend verkauft. Und jetzt können wir mit Takate reden. Der steht hier nämlich. Ah, neue Opfer. Alter Hund. Wie bist du Gladiator geworden? Ihr Weißhäute habt mich gefangen. Ihr habt mich hergebracht. Folge. Ich habe eure Kämpfer getötet. Dann habe ich noch mehr Kämpfer getötet. Am Ende habe ich euren besten Kämpfer getötet. Dann war ich der beste Kämpfer. Alle Achtung. Schön, dass wenigstens einer glücklich ist. El'Alem ist nichts. El'Alem ist Dreck. In Nengbilla werde ich kämpfen. Gegen die Asselkönigin. Ist das die Meistergladiatorin? Nein, eine Assel. Sie haben sie eingefangen. In den Höhlen unter Nengbilla. Die tödlichste Kreatur, die je in die Arena geschickt wurde. Das ist doch ein interessantes Lebensziel. Und wer bist du, mein Freund? Takate. Merkt euch den Namen. Ich bin der letzte Mann, den ihr seht. Du musst hier sehr beliebt sein. Liebe hilft dem Gladiator nicht zu überleben. Wozu überleben, wenn man nicht liebt? Ich liebe die Sklavinnen, die sie mir nach einem Sieg bringen. Sklavin, ja? Nur der beste Kämpfer bekommt Sklavinnen. Ach so. Wir sehen uns in der Arena. Tun wir. Wenn ihr lange genug lebt. Ja, ja, machen. Diamantos. Raja mit euch, Gladiatoren. Ich bin Clarissia. Sucht ihr Entspannung und Erholung im Tempel der Liebesgöttin? Na und ob? Was denn? Gegen etwas Wein und Rosenwasser ist doch nichts einzuwenden. Ja. Spenden. Ja. Spenden. Ja, der Raja-Tempel, da geht's immer schon rund. Der ist auch wieder. So. Okay. Da gehst du halt rein und was da passiert, bleibt da. So, Heilerin brauchen wir nicht. Keine Wunde. Ja, aber die lassen uns jetzt trotzdem nicht rein, ne? Raja mit...
Oh, Tempelbaden. Ach, das ging aber schnell. Nun gut, wäre wieder eine Vorlage gewesen, aber ich... ja, dann speichere ich nochmal eben zwischen. Und dann geht's mal ab mit Diamantos. Ja, ihr gefällt mir auch schon viel besser. Ihr werdet nun je zu zweit gegen andere Gladiatoren-Neulinge antreten. Die ersten beiden kämpfen gegen einen Nahkämpfer und eine Bogenschützin. Die restlichen beiden gegen einen Zauberkundigen und die vielseitige Jessabella. Noch Fragen? So hatte ich mir das zwar nicht gedacht, aber sag mal mehr. Erzählt uns mehr über Zauberkundigen gerne. Nesro und Jessabella. Nesro, Kampfzauberer aus Betana, hat die Zauberprüfung nicht bestanden. Aber das heißt nicht, dass er unfähig ist. Nur im Nahkampf taugt er gar nichts. Jessabella ist eins meiner vielversprechendsten Talente. Ausgebildet an der Kriegerschule von Mengbilla. Das heißt, sie hat ihren Mann erschlagen. Jetzt ist sie hier und erschlägt weitere Männer. Kämpft mit Schild und Hiebwaffe. Und das nicht zu schlecht. Okay, hab ich mir gedacht, dass sie hier mit Schild unterwegs ist und dann... Elgor und Iliasabu. Elgor ist ein Nordländer. Er kämpft mit schweren Waffen. Er wird versuchen, euch von den Beinen zu holen, ist aber alles andere als flink. Iliasabu ist eine Maraskanerin. Falsch und feige, wie alle Maraskaner. Traktiert ihre Gegner mit Pfeilen und versucht, den Nahkampf zu vermeiden. Achso. Danke. Gut. Okay. Bogenschütze. Ja. Wie machen wir das? Erstmal gucken, wen wir Das war alles. Also, wen wir auswählen dürfen oder ob er auswählt. Oder. Wir sind bereit. Gut. Elgor und Iliasabu werden als erstes kämpfen. Welche zwei von euch sollen gegen sie antreten? Ja. Das waren jetzt die Bogenschützen und Nahkämpfer, ne? Ja. Zweihandtyp wahrscheinlich und Bogenschütze. Ja. Ich weiß ja nicht, ob wir den... Ich glaube, dass die anderen beiden, also der Zauberkundige und der Schildkrieger, dass die uns nicht so gefährlich werden, weil wir, wenn wir da unseren Magier draufschicken, der Zauberkundige ziemlich schnell auch liegt. Und der andere ist dann ja nicht mehr so unbedingt ein Problem. Allerdings... Also er hat ja gesagt, im Nahkampf sind die beiden... Zauberer oder der Zauberer oder die Zauberin und die andere, diese vielseitige, sind die halt nicht so gut. Ja. Dann wird sich da ja anbieten, einmal mit dem Zwerg da reinzugehen, weil der dann direkt nach vorne stürmen kann. Und einen Zauberer. Ja, und genau, einen Zauberer, der ein bisschen heilen kann, weil so viel Heilung, kann ich mir vorstellen, braucht der Zwerg gar nicht. Wobei wir jetzt natürlich keinen Trank haben, nix. Lass uns den Yuppie mit Naurim zusammenschicken. Ja. Denn der Yuppie kann ja auch heilen und hat, glaube ich, Stufe 2 sogar eine Heilung. Und Naurim kann dann halt den Nahkämpfer beschäftigen, solange bis der andere tot ist. Ja. Und die beiden anderen, dann hätten wir ja... Niam und Zoberan dann genau. Ja, und Zoberan hält die Niam lange am Leben. Ja. Sie kann auch noch notfalls. Sondern nur gucken, ja, dass da viel Schaden kommt trotzdem noch. Also der muss eigentlich Zoberan auch ein bisschen Schaden noch machen. Zumindest mit seinen Füßen was machen. Okay, also Naurim und... Nee, der Zwerg? Achso, okay. Na, dachte, warum die beiden nicht? Ach, der noch. Ja, warte. Zurück. So. Niam. Sie? Also gut. Wer noch? Und Zoberan, ne? Der Weichling? Wie ihr wollt. In die Arena mit euch beiden. Die haben die erste Attacke. Ja, wie ihr seht, konnten wir nicht viel Rüstung kaufen, gerade für die leichten Klassen. Gab es gar nichts, es gab wirklich nur diese Gladiatorenklamotten. Also gut. Er ist, glaube ich, der am meisten gefährliche.
wegen seinem Scheiß umschubsen. Stehen bleiben kann sie da, ja. Und sie hat immer noch die Zähnenschneiden. Nee, hat sie nicht. Sie hat die normale Kleine. Jetzt müssen wir oben. Okay, kann wenigstens mehr machen. Und zwar in aber eine andere Ecke als sie. Also nicht direkt gleich. Vielleicht nah an sie ran, weil sie kann ja nicht so gut auf Nähe schießen. Ja, stimmt. Aua! Hey. Passagierschuh. Ja, da muss er gleich schon die erste Heilung machen. So, sie muss ein Stückchen weg. Ja, sie kann eigentlich nicht. Sehr schön. Jetzt muss sie, darf sie nur gleich nicht hier lang laufen, sonst schlägt er wieder laufend zu. Er geht jetzt wieder nah ran und heilt sich. Und zwar, die Punkte hatten ja Max mit einer Runde. Ja. Oh, Jubel! Haha! Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. So, sie geht immer richtig auf Abstand. Und zwar erst da. Und dann. Hätte ich auch anders machen können, ich weiß. Aber dann. Dann läuft er wahrscheinlich jetzt gleich dahin oder hier. Ja. Jetzt muss er jetzt sich wieder bewegen. Er ist da. Das geht hier gar nicht. Reicht das? Ah, nee, der hat einen Speer in der Hand. Er kann ja zwei fällen. Ne? Ja. Obwohl, nee, das war nur zwei Hand. Das machst du mal hier hin. Weich doch aus, Mädchen! Frau, Entschuldigung. Außerdem hat sie jetzt eine Wunde. Hat ja auch nicht mehr viel hier. Ja, hat einen Stab, glaube ich. Aber er kommt trotzdem nicht zum Erfüllen dabei. Stab mit der Klinge dran. Ja. Helle Bade. Ja. Vielleicht doch lieber wieder hier hin, damit er sich wieder entscheiden muss. Ach, verdammt. Ja, also. Nicht dran. Tut aber auch weh, du. So, jetzt hat sie übrigens wieder schön hier. Vielleicht solltest du, weil, pass auf, den kiten wir ja gerade die ganze Zeit lang. Der schlägt ja noch, der hat, glaube ich, noch nicht einmal richtig zugeschlagen. Das stimmt. Ja, und wir können den auch schnell erledigen dann. Ja. Hat sie schon mal 100%? Ich weiß gar nicht. Nee, bisher immer nur so 19. Ja. Hab ich auch das Gefühl gehabt. Ja. Okay. Ja, nicht genug gekauft, wa? Was hast du mit 200 Gold gemacht, die sie dir gegeben haben? Ja. Zum Kopf gehauen. Ja. Den ganzen Tag im Badehaus. Jetzt aber auch wirklich wenig, dann mache ich ihn jetzt mal kaputt. Kann jetzt ja kaum noch was machen eigentlich. Tschüss.
Sache. Sie jetzt halt noch mal ab. Kann ruhig wieder weiterlaufen. Und sie läuft dann jetzt auch in eine andere Richtung wieder. Und zwar weit, weit weg. Ach, verdammt, sie das auf. Müssen wir uns entscheiden. Der kann umwerfen, das ist nicht gut. Wie viel hatten wir noch? Kaum noch. Vielleicht 10 Punkte. Ich habe gerade überlegt, ob du dich vielleicht zur Not in so eine Ecke einschließen kannst. Ach so. Oh, ja. Das ist halt scheiße. Und die müssten jetzt beide zu weit weg sein zum Schlagen. Ich will nicht wieder in dieselbe Richtung. Vorsicht, da warst du wieder, da warst du wieder in den vorbei. Ja, sonst heile ich lieber jetzt hier an meine Ecke. Hoffentlich wirft er mich nicht um. Und zwar jetzt dann aber direkt mit volle Kelle. Passierschlag. Ja, stimmt. Muss ich dran denken. Da ist er. Ja. Ja, doch, ich lauf hier. Hier hin. Ich schieße auf einen von beiden. Ja, sie. Ah. Oh, er hat's versucht. So, und er ist ja im Augenblick noch ganz okay dabei. Ich tendiere gerade dazu, das hat er ja die Stufe 2, hat er nicht. Na gut. Sieh mal eben Platz. Endlich klatschen mal Leute mit. Gut. Du hast mal schön ab. Knallst den noch. Easy. Aber war spannend. Ich wusste nicht. Hätte auch böse ins Auge. Kann ja sein, manche laufen ja auch wirklich weiter. Mhm. Ne? Man weiß es ja nicht. El Halem. Immer wieder. Autosave. Ja. Unser Zauberer ist jetzt noch verletzt. Ja. Da hast du recht. Was wollt ihr? Das haben wir gleich. Und ausruhen wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaub, genau, baden war. Raja mit euch, Gladiatoren. Wir haben da Blut und so. Wir haben vorher geduscht, keine Sorge. Alles nicht ins Hauptbecken. Und wir haben diese komischen Dinger benutzt, um Fußpilz zu vermeiden, die so sinnvoll sind. Ja, mal gucken. Sucht euch Wasser. Nee, was dazugekommen sein wird nicht, aber ich wollte eigentlich mal schauen, wie das mit den Pfeilen aussieht. Ja, ordentlich was verbraucht. 20. Okay, reicht. Dann zwischengespeichert habe ich, können wir eigentlich direkt weiter. Guter Kampf. Aber auf euch anderen beiden Witzfiguren warten Nesro und Isabella. Ich muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, wer diesen Kampf gewinnt. Ich auch nicht. Bereit? Wir sind bereit. Viel Glück. Jetzt geht's ab. Oh, was? Wie? Was? Wie? Wo? Talent Kriegskunst und Tierkunde. Kannst du die Fähigkeiten Humanoider? Ja, das wissen wir schon. Das sieht das jetzt mal. Ja, aber danke, ja. Ja, oh, guck mal, die vergiftet ist. Vergiftete Glocke. Hat die ins Klo getaucht. Okay. Da ist er. Der muss als erstes sterben. Aber sie muss natürlich weiter beschäftigt werden die ganze Zeit. Gucken wir mal. Geht aber jetzt schon. Defensiver Kampfstil. Das haben wir ihm gegeben, genau. Stimmt. Defensiven Kampfstil haben wir ihm. Stil.
Aber Vorsicht, da ist nur 50% jetzt. Ja, hast recht. Sie hat auch ein Schild und ist gut im Parieren wahrscheinlich. Ah, es war nur zum Austarieren erstmal. Ich will ihre Reaktion testen. Habe ich Naurim gesagt, soll er machen. So. Ich bewege den jetzt im Raum. Ich weiß nicht genau warum, aber ich bewege den hier hin und gebe jetzt mal Vollbrot. Ja, der hat Magieresistenz als Magier. Aber ist schon in Ordnung, ja. Fast die Hälfte. Oh! Ach, guck mal. Interessant. Das hält alle Zauber ab. Guardianum irgendwas. Ja. Guardianum Paradei heißt es, glaube ich. So, Mann, ich weiß das alles noch so schlecht. Ja, aber solange der drin bleibt, oder ich. So ja. Irgendwie. Und da müsste man erstmal ordentlich was draufknallen oder man geht halt im Nahkampf ran. Ja. Das könnte man durchaus machen. Wenn kann er dann rausschießen? Ja. Wie ist denn mal so? Dann ist der Zwerg immer noch in der Nähe von dem. Kriegt also die nächste Attacke. Und der geht dann noch natürlich ein paar Schritte. Und den muss ich dann auch noch wegziehen. Aber andererseits, der war schon dran. Ja, und du bist mit dem danach dran. Stimmt. Ja, ich durchaus noch mehr. Müsste der sich jetzt nur weit bewegen gleich. Und zwar ganz hier in die Ecke. Der Typ gar nicht erst, der auf die Idee kommt. Hahaha! Kampfschule nicht abgeschlossen. Nee. Sieht man. Ein bisschen gemein, aber. So, jetzt müsste ich da aber eigentlich rein können. Ja. Okay, nur 10. Jetzt kann er nämlich ihn erstmal. Ja. Kann er ihn mal mit sowas hier bearbeiten. Oh, 20% ist nicht gut. Ja, sonst noch. Wir könnten noch kommen, haben natürlich wieder Mana. Drauf! Steckt in so einer riesen Rüstung. Oh! Jetzt weiß ich, warum der Kampfschule war. Der hat jetzt in Gossen rumgehangen und gekämpft da. Ich habe noch 9 Punkte, da reicht nicht mehr viel. Das ist wieder der Einsame vielleicht. Ja! Yeah. Siehste, er ist voll der Gossenkampfmeister. Jetzt ist es zu spät mit Gift. Unsere Leute sehen immer noch gut aus. Mach lieber normal. Ja. Ja. Heiltrank, Weißer! Voll unfair. Ja. Es ist Macht der Gewohnheit. Muss sparen. Weil kann. Dass uns doch noch der Zwerg drauf geht. Wir könnten jetzt eine Heilung ausdrücken. Okay, das ist, ja, wollte sagen. Nicht mehr wirklich viel. Die sieht auch ein bisschen angefressen aus, ne? Mhm. Hat die vielleicht auch diese Spinnenkrankheit? Zum Fahrrad hingefallen. Gesicht gebrannt. Über den Asphalt. Ja. Oh, war zu viel Tränke hatten wir. Aber zum Batman. Gleich, wenn die fast down ist, schießt sie sich da irgendwo zu so einer Ecke hoch und ist weg. Und kommt dann runtergesegelt mit einem Batcape. Ja, und dem gerade erfundenen Anti-Zwerg. Ich wollte gerade noch das Anti-Haifisch-Spray erwähnen. Das Bad-Anti-Haifisch-Spray.
Ah, sie geht schon fast in die Knie hier. Haha. Ja, aber ich glaube, wir können jetzt wieder heilen. Zum Beispiel hier hinstellst. Ich will mich. Ja, gut, ich könnte so. Nee. Ja, warte, so, ich will nicht, ach, ja. Ne? Ja, ja. So. 70% ist das gleiche. Und die ist immer noch 45. Im Grunde könnte er nochmal. Er kann ja mal ablenken. Also gleich jetzt draufschlagen. Komm. Ja, okay. Jetzt. Hau zu. Ja, ja. Ist drauf. Ja! Großartig. Ja. Großartig. Ja, spannende Kämpfe, muss man echt sagen. Haben sie gut gemacht. Auch wenn es ein bisschen unlogisch ist, dass sie uns erst die Rüstung komplett alles abnehmen, was eigentlich nützlich wäre, und uns dann 200 Gold geben, damit wir uns neu ausrüsten. Ja. Aber, ja, gut. Neuer Gegenstand. Jezebels Erbe Dingens Testament Zeug. Ich guck mal eben rein. Ihr seid Gladiatoren. Ach, das ist die Quest, haben wir also gerade gemacht. Okay. Erbe. Aha. Die Gladiatorin Jezebella hatte ein Testament bei sich. Wie es aussieht, hat es sich uns überlassen, alles uns überlassen, was sie besitzt. Fragt sich nur, wo der Ort Urina liegt. Urina liegt, den das Testament erwähnt. Findet das Erbe? Ja, gerne. Also, sind wir alleiniger Erbe, oder? Ja, es scheint so. Wahrscheinlich der mich besiegt. Ne? Wie ist das in DSA mit der Erbschaftssteuer? Ich glaube, das ist nach Königreich oder also Abschnitt, Viertel ist das wahrscheinlich geregelt. Wahrscheinlich hier die. Jawohl. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich war ja lange nicht in der Welt. Vielleicht hat sich da jetzt eine Bürokratie aufgebaut. Ein Steuerwesen. Bleibt ja da nicht aus. Wer ist der Erbschaftsverwalter? Kommt da jetzt dann auch gleich der Zweger? Was? Ja, nur wenn wir es nicht schaffen. Ach so. Also wenn wir total reinrasseln. Wir sehen uns in der Arena. Ja. Raja mit euch. Hm. Doch mal baden gehen. Baden gehen. So. Ja, dann sind wir soweit. Waffen und sowas haben wir nicht bekommen. Gucken. Ja, nur das Testament hier. Nix. Kann man jetzt vielleicht Tränke kaufen? Das wäre cool, ja. Sucht euch was! Also, immer nur noch Wurfspeer und Hosen. Ja, ne, den speichere ich nochmal zwischen. Ihr lernt dran, der Waldmensch Takate. Er ist präzise und tödlich. Und wir sollen gegen ihn antreten? Chor bewahre. Warum soll ich euch verschwenden? Ihr seid Takates Vorprogramm. Ich hetze ein paar Bestien auf euch. Die Menge liebt Tiere. Vielleicht kann man die wieder schön ineinander verkeilen, weil die sich nicht drehen können richtig. Das war das, wie gesagt, das finde ich immer noch schön, dass das geblieben ist zu den ganz alten Spielen. Beibringen brauchen wir nicht. Wir haben ja immer nur 50 Punkte und sowas gekriegt. Wir sind bereit. Viel Glück. Das würde sich aufrichtiger anders fühlen. Entschuldigung, ich habe einen kleinen Schluck genommen. So, drei Wölfe. Oder was ist das? Das ist kein Wolf. Oder doch, ist auch ein Wolf. Alles. Vier.
Gut, gut. Da muss der Zwerg gleich wieder gut arbeiten. Wir können auch die Wand nutzen für so einen Scheiß. Können wir gleich mal machen. Wir können hier mal eine Zweierwand hinsetzen, die uns dann taktisch, also irgendwo so zum Rand hin, würde ich sagen, dass da vielleicht ein Loch ist. Ja, bringt nicht so viel. Ja, weil wenn die nur eine kleine Lücke haben, dann verkeilen die sich, wie gesagt, sehr gerne. Dann kann man die halt von der Seite angreifen, ohne dass die einen selber angreifen. Aber wie willst du das denn mit einer Zweierwand machen? Hier eine hinsetzt, zwei Felder, ist da eine Lücke, und stellt man halt, da stellt man zwei Leute hin, die nicht getroffen werden sollen. Zwerg dann hier. Ach komm, versuchen wir es erstmal so. Also, Grimm Nummer 1. Grimm? Ja, hier, ne? Grimm Wolf, ne? Ja, ist ja gern auch gesagt dafür. Ja, ja. Der Grimm. Ja, ja. Du könntest. Aber wir haben aber trotzdem zwei. Das. Ich brauche den Zwerg, das nicht so wirklich. Auch lieber auf sich, weil ich denke, die kommen gleich mit auf den. Hast du doch schon Stufe 2. So, ich glaube, ich stelle den mal einfach mitten hier rein. Ja. Also so, ist vielleicht so, ne, damit die nicht so viel Platz haben zu machen, so viel Zeit haben zu machen. Und dann kannst du den hier in diesen. Ja. Exakt. Moment, muss ich rausziehen hier. Richtig geil. In richtig geil Modus setzen. Achso, das war's schon, die Animation. Also, okay. Schild vor. So. Wie viel hat der noch? 17. Dürfte 2 haben. Was übrig bleibt, soll ich schon. Ja. So schnell. Ja, Wölfe, ne? Ja. Aber wir können trotzdem deswegen nicht angreifen. So, jetzt muss man nämlich gucken. Also, ich glaube, sie braucht ja Abstand. Das schicke ich auf jeden Fall weiterhin. Ist weit weg. Der ist jetzt gleich tot. Aber ich habe, glaube ich, keinen Spezial. Aber egal. Passt ja nichts. Ja. So, und ihn stelle ich jetzt hinter den Wolf, oder? Den könntest du jetzt so ein bisschen mit einem Schild schützen, zum Beispiel. Also den jetzt ja noch ein. Das letzte da stellst, ja, und dann die beiden nach vorne, wenn du dann da ein Schild hinsetzt. Ich kann mir vorstellen, dass der, also wenn, dann kann der nur rum. Wir können das mal machen, ja. Wir benutzen das Schild ein bisschen selten. Sehr schön. Ist ja auch nur für vorläufig. So, und damit der jetzt nicht gleich stiften geht, haut er den nochmal an. Aber auf den Hintern. Ich glaube, da können die auch nicht parieren. Okay. Die können höchstens ausweichen, aber. Und Zor, da. Ich meine wir, nicht Zor. Ah. So. Und 16 hat er noch. Ich mache wieder einen Zweier und spare noch ein bisschen. Ja, weil hier hätte tatsächlich Glück, sonst wäre er vielleicht da hingegangen, wenn die Wand nicht gewesen wäre. Das war der Weg kürzer. So. Oh, du kannst da stehen. Und du kannst wieder einen deiner berühmten Feuerzeuge rausholen hier. Ja. Er ist gar nicht tot. Die werden ja alle nur, die brauchen die Tiere ja später. Das ist ja
nee, da brauchen wir auch nicht mehr. Thank you.